Wir sind heute hier, weil der Aquarius, unserem Rettungsschiff, innerhalb von wenigen Wochen zum zweiten Mal die Flagge entzogen werden soll. Die Aquarius war in den letzten Wochen das einzig verbliebene zivile Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer. Ich denke, es ist klar, dass mit allen Mitteln die europäischen Staaten versuchen, die zivile Seenotrettung zu stoppen und damit auch die Zeuginnen einer völlig verfehlten Politik aus dem Weg zu räumen. Die deutsche Bundesregierung beteiligt sich aktiv an dieser Politik. Wir fordern die Bundesregierung hier und heute auf, auszuscheren und der Aquarius eine Flagge zu ermöglichen und die zivile Seenotrettung zu stärken, statt dabei zu helfen, sie zu behindern. Es folgt nun ein kurzes Update von SOS Mediterranee zur aktuellen Situation der Aquarius und anschließend weitere Redebeiträge von Sea-Watch, Alarmphone, Jugend rettet, Seebrücke Berlin und unserem Gründungsvorsitzenden Klaus Vogel. Mit einer symbolischen Aktion wollen wir auf die verheerenden Konsequenzen der Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotrettung aufmerksam machen. Es wird eine Zeit kommen, zu der Europa für seine Untätigkeit verurteilt wird. So wie es verurteilt wurde, als es beim Genozid wegschaute. Mit diesen Worten äußerte sich 2015 der maltesische Premier Josef Muscat zum bis dato schlimmsten Schiffsunglück im zentralen Mittelmeer, bei dem mehr als 800 Menschen vor der libyschen Küste ertranken. 3 Jahre später werden auf Malta zivile Rettungsschiffe unter fadenscheinigen Behauptungen festgehalten und daran gehindert, das zu tun, worin die EU auch heute noch so kläglich versagt: Menschlichkeit zu zeigen und Leben zu retten. Der Aquarius, dem bis vor kurzem einzig im zentralen Mittelmeer verbliebenen zivilen Rettungsschiff unserer europäischen Organisation SOS Mediterranee, soll innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal die Flagge entzogen werden. Die panamaische Regierung beugte sich dem Druck Italiens und machte die vor 2 Wochen erfolgreich abgeschlossene Registrierung der Aquarius II rückgängig. Als Begründung für die Forderung führte die italienische Regierung an, der Kapitän der Aquarius II hätte sich geweigert, Gerettete zurück nach Libyen zu bringen. In ein vom Bürgerkrieg zerrüttetes Land, in dem Migrantinnen von Zwangsarbeit, Sklaverei, Folter und sexueller Gewalt bedroht sind und Gefahr laufen, in die Schusslinie rivalisierender paramilitärischer Gruppen zu geraten. Der Aquarius II erneut die Flagge zu entziehen, heißt nicht nur, dass das Retten von Menschen unmöglich gemacht wird, sondern auch, dass die europäischen Staaten sich jegliche Zeugen entledigen wollen. Die Toten werden unsichtbar gemacht, indem niemand mehr über sie berichten kann. So, als hätte es sie nie gegeben. Aber es gibt sie. Das alles passiert in Europa, von wo sich vor nicht allzu langer Zeit Menschen auf der Flucht vor Verfolgung aufgemacht haben, in der Hoffnung auf Sicherheit und ein besseres Leben. Ich schäme mich als Europäerin und als Bürgerin dieses Landes dafür, dass die europäischen Mitgliedstaaten heute wissentlich und absichtlich Menschen ertrinken lassen, während zivile Organisationen spendenbasiert bereitstünden, um diese Menschen zu retten. Umso mehr freuen wir uns über das neue Rettungsschiff Mare Jonio, das seit gestern mit Unterstützung von Proactiva Open Arms und Sea-Watch vor der libyschen Küste im Einsatz ist und das von der italienischen Zivilgesellschaft getragen wird. Ein Zeichen an den italienischen Innenminister, dass auch die Menschen in Italien für die Würde Flüchtender aktiv sind und die aktuelle Politik der Ausgrenzung und Entmenschlichung nicht weiter hinnehmen. Und trotzdem, die italienischen Häfen sind seit Monaten für sämtliche Schiffe geschlossen, die sich weigern, Gerettete nach Libyen zurückzubringen oder an die libysche Küstenwache zu übergeben. Eine gemeinsame Lösung, um das Sterben im Mittelmeer zu beenden und eine solidarische Verteilung von Schutzsuchenden zwischen den EU-Mitgliedstaaten anzugehen, ist weiterhin nicht in Sicht. Statt endlich Geld in ein staatliches Seenotrettungsprogramm zu stecken, finanziert die EU lieber eine korrupte und nicht verlässlich funktionierende libysche Küstenwache,
damit sie Geflüchtete auf dem offenen Meer abfängt und zurück in die überfüllten Lager und Gefängnisse bringt, aus denen sie unter Einsatz ihres Lebens zu fliehen versuchen. Staatliche europäische Marineschiffe berichten, dass sie gar nicht mehr im internationalen Rettungsgebiet vor der libyschen Küste zum Einsatz kommen. Zusammengenommen mit den am Einsatz gehinderten Rettungsorganisationen hat dies tödliche Konsequenzen. Bereits mehr als 1250 Menschen sind dieses Jahr beim Versuch, das zentrale Mittelmeer von Libyen nach Italien zu überqueren, ertrunken. Die Todesrate ist so hoch wie nie zuvor, obwohl kaum noch Gerettete in europäischen Häfen ankommen. Im September hat eine von 7 Personen die Überfahrt nicht überlebt. Dem wollen wir nicht tatenlos zusehen. Wir fordern die europäischen Regierungen auf, sich umgehend dafür einzusetzen, dass die Aquarius II ihren lebensrettenden Einsatz fortsetzen kann. Sei es durch das Fortbestehen der Registrierung unter panamaischer Flagge oder die Registrierung unter einer anderen Flagge. Wir fordern die europäischen Staaten auch mit Nachdruck dazu auf, die Behinderung von Seenotrettung umgehend zu beenden und der Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten, nachzukommen. Wir sind zutiefst besorgt über die jüngsten politischen Entwicklungen im zentralen Mittelmeer. Das, was hier passiert, ist mit den Grundprinzipien der internationalen Seerechtsübereinkommen unvereinbar. Libyen ist für Geflüchtete kein sicherer Ort. Weder sind dort ihre Grundbedürfnisse und medizinische Versorgung garantiert, noch sind sie dort außer Lebensgefahr. Eine Rückführung an diesen Ort bricht nicht nur internationales Seerecht, sondern auch Völkerrecht. Nicht die zivilen Rettungsschiffe, die sich weigern, Gerettete nach Libyen zurückzubringen, verstoßen gegen geltendes Recht, sondern die europäischen Regierungen, die dies fordern. Solange Migrantinnen und Flüchtende das Risiko auf sich nehmen, ihr Leben auf seeuntauglichen Booten zu riskieren, müssen die EU-Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass Menschen aus Seenot gerettet, angemessen versorgt und an einen sicheren Ort gebracht werden. Solange es kein staatliches europäisches Seenotrettungsprogramm gibt, müssen die EU-Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die humanitären Rettungsschiffe ihren Einsatz ungehindert durchführen können. Zivile Seenotrettung ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht. Wer sich weigert, Menschen aus Seenot zu retten, macht sich strafbar. SOS Mediterranee fordert alle europäischen Staaten dazu auf, endlich zu handeln. Europa muss gemeinsam Verantwortung übernehmen. Europa muss Maßnahmen ergreifen, um allen Schiffen die rechtliche Verpflichtung von Seenotrettung im zentralen Mittelmeer zu ermöglichen. Alle Staaten sind dafür verantwortlich, geltendem Seerecht zu folgen und Seenotrettung zu unterstützen und nicht sie zu behindern. Dazu gehört auch, für sichere Häfen zu sorgen, in denen die Geretteten ohne Verzögerung an Land gehen können. Ihr könnt uns dabei helfen, laut zu werden, die Rechtsbrüche anzuprangern und unsere europaweite Petition für zivile Seenotrettung zu unterstützen. Für ein solidarisches und menschliches Europa. Dankeschön.